Hallo! Freddy ist übrigens an der Kamera, falls verwackelte Bilder sind, ne? Warum sind wir hier, Freddy? Ja, wir wollten mal zeigen, das Golfprojekt. Also der Marc hatte ja schon mal ein Video gemacht, wo er ihn abgeholt hat. Ja, ganz genau haben wir es ja nicht gezeigt. Also das ist der aktuelle Stand, der halbe Wagen liegt drin, zerlegt. Aber Zustand ist eigentlich echt nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob man hier so den Lack mal so ein bisschen sieht. Fahren wir mal raus. Achtung, komm schon, kann man helfen hier. Kann man helfen, helf mal schieben. Komm mal, so mal soll ich lenken? Ja, verschieben. Schieben. Ja. Schieben. Schieben. Was ist? Ja. Schieben, schieben. Schaffst du das? Okay. Wir haben sogar drei Helfer hier. Ah, oh, super, wo ist sie? Ja, gut, Schatz. Fast, festhalten, nicht wegrollen lassen. Freddy, warum haben wir uns das angetan? Ja, wir hatten ja im Stream gerade mal darüber gesprochen, ob wir das Ding mal schnell durchziehen. Also vorziehen quasi, also schnell ist halt so eine Sache. Du hast ja auch schon mal den einen oder anderen gesehen? Golf, und? Ja. Habe ich vor kurzem noch einen fertig gemacht. Was sagst du dem Auto? Wie findest du dir das Auto? Ist gut? Nicht? Ist schüchtern. Okay, dann nicht. Dann nicht. Ja, aber der läuft auch tatsächlich. Also ich habe den hier reingefahren noch. Einzige, was irgendwie war, der Frontträger war hier lose. Kühler war schon neu. Hier Einschusspumpe haben wir schon neu gemacht. Ich meine, das war der Tobias noch, wenn ich mich an den Namen richtig erinnere. Was wir brauchen, wäre, um den ganz schnell fertig zu machen. Motorhaube. Warte, hier gucken. Die ist eingedollt. Kotflügel. Ja. Frontträger, keine Ahnung. Das Wachs, ne? Ja, das Wachs. Dann hier. Guck mal hier unten. Hier haben wir ein Loch. Da hab ich im Abholen schon gezeigt. Das ist komplett durch. Aber machbar, würde ich sagen. Ist halt ungefähr so groß. Nee, was sagst du? Alles gut. Hat ja? Ein paar Baustellen, ne? Tür. Also so ein paar Kleinkramsachen, ne? Aber sonst. Typische Stellen sind gut. Mhm. Ja, du kennst ja die ein oder anderen Stellen, oder? Ja. Also der stand auf jeden Fall gut trocken unter. Ja, also ich bin auch von innen, finde ich den Zustand ultra gut. Deswegen. Also ich bin noch nicht wirklich komplett ums Auto gegangen. Wir haben nur grob geguckt, wo wir den geholt haben und mehr nicht quasi. Das ist jetzt nur. Freddy kennt sich auch ein bisschen mit Golf 2 aus. Die Basis ist auf jeden Fall gut. Der Lack ist fertig. Ja, der Lack ist tot. Also an sich ist der Lack gar nicht so. Nein, nur diese Stellen halt. Ne? Ja, genau, genau. Genau. Hier haben wir ein bisschen, aber das ist alles noch oberflächlich. Ja, also, aber das wird der TÜV nicht bemängeln, das ist das Schöne. Ja. Also für mich geht es darum, Leute, dass wir das Auto relativ schnell TÜV fertig kriegen. Einfach um dazwischen zu schieben vor dem Bus. Also wie schnell wir das fertig kriegen, sprich mehr oder weniger einfach ganz schnell für den Winter quasi fertig machen. Ich will den Pickup fahren, ganz klar, aber zum Notfall, falls jetzt noch irgendwas mit dem Pickup ist oder was auch immer, dass wir halt einfach ein Auto haben, womit wir sagen können, hey, den kann ich kurzfristig anmelden gehen und damit fahren. Ne, mehr oder weniger. Also der wird nicht direkt angemeldet oder sowas, einfach nur fertig machen, TÜV drauf, hinstellen und sobald es nötig ist, melden wir den an. Service. Genau, Service machen und so weiter. Genau, genau, genau. Meinst du, kriegst du an? Ah, guck mal. Ja, warte, der kommt. Jetzt kommt er, pass auf, und? Da ist er. Der Stand jetzt? 2 Monate? Mehr. Viel mehr. Und du hast ihn ja auch noch einmal kurz. Also, du musst sogar eine kleine Runde machen. Ja, hier übers Feld, ja, genau. Lass es ruhig mal kurz laufen. Ja. Der läuft eigentlich meiner Meinung nach echt gut. Das ist halt so ein typisches Fahrzeug. Einsteigen, losfahren. Nö, nee, doch nicht. Ausrufsdefinitiv. Ja, Ausruf ist definitiv undicht, ja. Aber sonst, Motor ist echt Kacko, ey. Der kam jetzt auch, ne? Ein bisschen Sprint, hat ein bisschen gedauert, ne? Aber auch jeder Richtung, guck mal, der ist alles neu. Hat er schon alles neu gemacht. Mega. Ja? Wie gesagt, den hast du echt schnell durch, ne? Das ist nicht viel. Das sieht zwar viel aus, aber. Ey, Rost ist halt, aber ansonsten geht das.
Wenn wir von unten schauen, wird wahrscheinlich Bremsen und Querlenker und so. Nee, hat er auch alles neu gemacht schon. Ach so. Bremse ist auch schon alles neu. Ja, habe ich Fotos gesehen. Ganz ehrlich, zapp, zapp, TÜV drauf, fertig. Ja, genau. Ich bin der Experte. Ja? Was sagt der Experte? Guter Auto, glaube ich, 2000 für Export. Export? Export 2000. 2000, viel Export, ne? Viel Export. Viel Export. Gefragte Auto. Gefragte, ja. V8. V8 hier. Ja, ja, aber nur da, wo du herkommst. Genau. Das ist AMG. AMG. M-AMG. Ne, was sagst du? Ist rettbar. Ne, ist echt geil. Also ganz schnell, relativ flat, ja. Flott. Okay. Wenig Kohle, wenig Zeit. Aber weißt du, was ist? 4 Liter. Wischwasserbehälter. Hier mit der Wischwasserbehälter ist auch schon Optimum. Ja, ganz genau. Ist halt richtige Rakete, ne? Vielleicht machen wir auch Viertelmeile-Renner draus. Der ist nicht langsam, sag ich dir, wie es ist. Ja, klar, der liegt ja auch nichts, der liegt unter 1000 Kilo. Willst du hier so ein Stück hin und her fahren? Ich kenne auch den Motor. Also kannst jetzt nicht schnell fahren oder so, ne? Weil ich sag mal, so 0 bis 80 sind die eigentlich ganz, ganz gut dabei. Ja, ja, genau. Also ich sag, Leute, also ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, das ist quasi jetzt eure Entscheidung mehr oder weniger. Einfach nur, weil ich nicht möchte, dass es heißt, hey, du hast einfach wieder was vorgezogen vor dem Bus und so weiter. Einfach nur, falls ihr jetzt sagt, hey, mach das, es macht Sinn, den Wagen schnell auf die Straße zu bekommen, weil er ist gut, da ist nicht viel dran zu machen. Habe ich auch damals schon zu Tobias gesagt, wo wir den geholt haben. Der ist super, der ist mega, der Wagen. Ne? Und das ist das, mal eben einsteigen, schnell losfahren. Also von daher, halt nichts im Unterhalt. Genau, nichts, gar nichts, genau. Und vielleicht sogar haarzulassungsfähig. Das hätten wir das zweite Auto mit Haar. Das heißt, ich weiß nur nicht, ob es zu teuer wäre mit Haar hinterher. Ja, kannst du das dann schon ja. Aber müssen wir mal gucken. Aber er wäre fähig und das ist der Punkt. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht schöne Alus drauf, Reis braucht der. Werden wir wahrscheinlich uralt sein. Nixon, aber ja, müssen wir gucken. Ganz ehrlich, da holst aber du 100 sind, Euro ja. Ja, schön coole 13 Zöller. Ja, oder tiefer legen, TH Technik rein oder so. Ja, also falls jemand ein Sportfahrwerk für den Golf 2 hat, sagt Bescheid. Wenn wir den TÜVen und irgend sowas zusammenkriegen, machen wir direkt alles neu oder so. Ich meine aber, Stoßdämpfer und so weiter wurden schon neu gemacht. Wäre ein bisschen schade, ne? Ja. Aber könnt ihr mal Bescheid sagen, ne? Ja. Vielleicht habt ihr auch noch Teile, wo wir schnell gebrauchen können. Kotflügel, Frontgrill, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er drin liegt. Stoßstange haben wir. Wobei doch, der Grill müsste hier drin. Ey, guck mal! Das habe ich gar nicht gesehen. Guck mal, der Grill. Hier ist ein niegelnagelneuer Grill drin am Liegen. Guck mal da unten in der Tüte. Yo! Habe ich vorher nicht gesehen. Ey, ja, der ganze Kofferraum ist auch noch voller Teile. Sehr geil. Ja, ich meine, das war die eine Seite Bremse ist gemacht, die andere Seite nicht. Irgend sowas. Oh, ist doch so ein Felbo. Sehr, 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 sehr geil. Also, da müssen wir auf jeden Fall direkt ran. Der TÜV muss der nur zusammenschrauben, ja. Glaube ich. Ja. Einfach die Seite noch. Genau. Genau, vielleicht kriege ich auch noch einen Code, passenden Kotflügel. Sagt Bescheid, falls einer von euch irgendwas hat oder nicht. Und dann kriegen wir den relativ schnell wieder flott. Und der war auch gar nicht so lange abgemeldet. Der, glaube ich, hatte nur erst ein halbes Jahr hat er keinen TÜV mehr. Ja, das ist gut, dann ja. Braucht er keine Vorlaufzeit. Nee, braucht er definitiv nicht. Ne? Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Kurzes Video hier. Und dann gucken wir mal. Schieben wir auch einfach dazwischen. Ich dachte jetzt einfach mal fragen, was ihr davon haltet. Wäre jetzt die Idee gewesen. Als Ersatz zum Beispiel, falls irgendwas wieder mit dem Pickup ist oder sowas, da muss man jetzt auch aktuell noch dran denken. Denke ich nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit mit 5er, ne, bisher. Aber ist ja bald quasi Saisonende und dann wäre das halt theoretisches Notfallfahrzeug quasi. Ne? Gut, sag Bescheid und wir sehen uns im nächsten Video. Sag tschö. Ciao. Hau rein.